So, ein herzliches Willkommen zurück zu Stalker, nachdem das letzte Mal ja doch ein bisschen unrühmlich abgeschmiert ist, das Spiel, beziehungsweise das Spiel nicht, aber so mein Mikrofon. Mittlerweile ist das neue Mikrofon da. Bin auch sehr zufrieden mit dem Ding. Und wir können mal weitermachen und ich gehe mal davon aus, dass wir es heute dann auch durchkriegen. So viel sollte das nicht mehr sein. Ich sollte mit der Munition wieder ein bisschen sparsamer sein, wenn ich mir das mal so anschaue. Hi. Okay, da haben wir gar keine Munition mehr für. Aber wenn ihr da so viel oder so ausgiebig daran rumklettert, vielleicht gab es da noch irgendwas Schönes drin. Außer Strahlung. Aua. Unsichtbaren auf jeden Fall. So, ein bisschen Leben bitte. Ein bisschen was gegen die Strahlung und vielleicht noch eine Dose Thunfisch oder irgendwas hinterher. Ich meine, ihr habt ja gespeichert. Ich will einfach mal gucken, ob es hier was gibt, was sich lohnt. Na gut, wahrscheinlich mussten wir hier durch. Das kann halt sein. Genau, erledigt mal gerade ein bisschen die Hunde. Ich erledige euch. Oder auch nicht, weil ihr die Munition schon wieder ausgeht. Dieses unglaublich blöde Tragelimit. Lebe. Wir haben keine Munition mehr. Fuck. Hallo Wolinchen, willkommen. Ich fürchte, muss ich da jetzt mal hochklettern und mir die Waffen von denen holen. Ich glaube nicht, dass die passende Munition für mich haben. Oh, scheinbar doch. Sehr gut. Oder? Cool, die passt sogar. Glück gehabt. Hätte ich echt nie mit gerechnet. Ist noch ein Artefakt dabei. Sehr schön, aber so viel können wir halt auch nicht mehr tragen. Na dann. Kriegen wir zumindest ein bisschen was zurück hier. Ja. Jetzt haben wir wieder ungefähr so viel, wie wir am Anfang hatten, als wir reingelaufen sind. Was gibt's denn bei dir für eine Suppe? Ich wollte jetzt mal wieder Kürbiskern oder also Kürbis- oder Tomatensuppe machen bei Gelegenheit.
meine, jetzt ist ja wieder Zeit dafür. Kartoffelsuppe mit Würstchen. Ah ja, das ist natürlich auch gut. Das klingt auch sehr lecker. Na gut, ich glaube, den Hut hole ich mir dann, wenn wir mal näher dran sind. Hast du es direkt im Mikro gemacht oder im Kochtopf vorgewärmt? Ich hatte neulich aber tatsächlich auch mal mir Fertigzeug geholt. Weil bei uns am Wochenende, aua, gerade die ganzen Wohnungen oder die Zimmer durchgewechselt sind, weil die Mitwohner jetzt die Zimmer mal durchgetauscht haben. Und da war halt alles vollgestellt. Inklusive Küche. Und da mal halt nicht wirklich an Herd dran kam, habe ich mir etwas für die Mikrowelle geholt und ein paar Sandwiches zum Warmmachen. Ging auch. Ihr seid aber auch witzige Viecher. Na, auch hier leichte radioaktive Strahlung. Und Anomalien. So, wie sieht's denn aus? Ich bin, glaube ich, in der komplett falschen Richtung. Müssen wir ein bisschen nach hier so runterdrehen, wie es aussieht. Hoffentlich gut erhitzt. Also das Essen, nicht du. Bei dir wäre es wahrscheinlich etwas unschön, weil Fieber. Ich würde mal sagen, wir sind so mehr oder weniger auf dem richtigen Weg. Oh, aber Lebensenergie lässt zu wünschen übrig. Ja, so die sorgenlose Zeit ist, glaube ich, langsam vorbei. Okay, wie es aussieht, geht es hier dann raus. Genau, das war ja, glaube ich, das, wo wir damals den Doktor abgesetzt hatten. Wahrscheinlich sind die Anomalien hier aber noch aktiv, oder?
Ja, du hast ja noch ein bisschen was vor dir, meintest du. Ich hoffe, hier ist jetzt einigermaßen ruhig, dass wir mal ein bisschen Fersengeld geben können. Aber es sieht ja ganz gut aus. Hey. Ah, die Zombies wieder. Ihr habt bestimmt keine passende Munition. Nops. Ja, immerhin Verbände. Besser als nichts. Eine Gnomenmütze. Auch nicht verkehrt. So, ich glaube, allzu weit haben wir es jetzt ja auch nicht mehr, oder? Wir sind jetzt schon mal hier angekommen. Genau, müssen noch dahin. Ja, dann ist es ja quasi eine Win-Win-Situation. Du hast ein neues Projekt und kannst es sogar nutzen. Für dich selber. Irgendwas krabbelt doch hier noch rum. Aber gut, das soll mir erstmal egal sein. Da freut sich aber jemand, uns zu sehen. Sie sind der Einzige, der gehen kann. Das musst du sie verstehen. Das ist mir scheißegal. Allein gehe ich nirgendwo hin. Ich sehe Sie an. Bitte tun Sie es. Wir alle sind davon abhängig. Wow, gezeichneter. Das war auch höchste Zeit, dass du zu uns durchkommst. Mal sehen. Rede mal mit dem Professor, ja. Okay. Du hast aber lang gebraucht, da anzukommen. Hallo, hallo. Ich suche nach Labor X16. Der Wirt hat mir gesagt, dass du vielleicht Informationen über die Lage besitzt. Ja, wir wissen von dem Labor. Aber wir haben nicht die genauen Koordinaten. Außerdem wäre es viel zu gefährlich, zu versuchen, dort einzudringen. Ich dachte, du redest noch ein bisschen weiter. Wir waren schon immer an Labor X16 interessiert. Oder vielmehr an dem Mechanismus, der darin die Emissionen erzeugt, die direkt auf das Bewusstsein der Leute wirken. Aber ich fürchte, ich muss dich da enttäuschen. Ohne eine spezielle Psi-Rüstung kommst du da niemals hin. Wir wissen, was sonst passiert ist. Selbst wenn du den Horden von Zombies ausweichen kannst, die den Eingang des Labors besetzen, läufst du Gefahr, einer von ihnen zu werden. Das ist alles sehr ernst. Wir haben ein Abschirmgerät entworfen, das die Emissionen abhält. Wir müssen jedoch noch weitere Messungen machen, um die Feinabstimmung vorzunehmen. Wenn du uns dabei hilfst, können wir dich vermutlich mit einem vollkalibrierten Prototypen für die Feldforschung ausrüsten. Erzähl weiter. Wir untersuchen die Emission in Labor X16 seit einiger Zeit. Aber du wirst nicht ohne eine spezielle Ausrüstung dort hineinkommen. Wir haben ein Gerät entwickelt, das Schutz vor Psi-Einwirkungen bietet. Es könnte dich vor der Emission schützen, aber es muss noch feinjustiert werden. Wenn du uns dabei hilfst, könnte ich dir einen funktionsfähigen Prototypen geben, mit dem du in das Labor gelangen könntest. Das ist quasi das, was da oben auch schon steht. Okay, ich bin dabei. Ausgezeichnet, sprich mit Krugloff und leg los. Er hat bereits die nötige Ausrüstung. Naja, schön. Schaue ich später mal. Danke. Ich will erst wissen, ob du Munition hast. Handeln. Oh, du hast tatsächlich Munition, sogar eine ganze Menge.
Wir haben auch wieder Geld. Von daher, komm. Was soll der Geiz? Ach ja, genau. Und ich glaube, euch sollte ich ja die Dinger verkaufen, die... Macht das wirklich so viel mehr aus? So, ich behalte mal von jedem noch eins da. Was bist du denn jetzt so erschöpft, Kollege? Du verkaufst doch nur. Ist das so anstrengend? Wieso geht das denn wieder zurück? Lass mich das nochmal verkaufen. Warte mal. Was haben wir denn da? Wir haben den Blitz ausgerüstet. Die Steinblume. Den Funkensprüher, den Schleim und die Batterie. Okay. Haben wir hier irgendwas zu essen hier? Hallo, hallo. So, versuchen wir das Ganze nochmal. Mamas Perlen. Panzergrad plus 5. Das könnte ich halt statt der Steinblume mal nehmen. Was macht die Steinblume nochmal? Guck mal, Panzergrad plus 3. Machen wir es doch mal so. Ja, und das ganze andere Zeug kann ich dann verkaufen. Hallo, hallo. So, gepresstes habe ich, glaube ich, gar nicht. Einen Funksprüher behalte ich. Steinblume kommt komplett weg. Davon habe ich auch einen noch drin. Gravit muss ich mal gucken. Das habe ich auf jeden Fall ausgerüstet. Feuerball, nee, Feuerball habe ich definitiv nicht, weil mir das alles zu riskant war. Beziehungsweise war mir das zu blöd, weil mit der Ausdauer. Schleim habe ich einen. Auf jeden Fall. Seele könnte ich mir tatsächlich mal überlegen. Der ist auch nicht schlecht, oder?
Ja, warum eigentlich nicht? Dafür gehen dann die Fleischklumpen weg. So, da hätte ich gerne alle Munition. Das Ding nehmen wir auch noch mit. Ja, komm, wir haben ja jetzt Geld. Das passt schon. Tauschen wir einmal aus. So, dann kommt die Seele mal noch rein. Genau, ich glaube, den Funksprüher hatte ich auch noch. Okay, ich glaube, reparieren kannst du nicht, Kollege, wenn mich nicht alles täuscht. Aber wir müssen schon mal einiges an Gewicht losgeworden und ordentlich, konnten ordentlich Zeug mitnehmen. Hallo, hallo. Was brauchen wir da für Munition? Ich glaube, die hast du nicht. Das ist noch so ein Strahlenanschutz. Ach komm, das passt. Hier war ich bestimmt schon mal dran, ne? Okay, dann erzählen Sie doch mal bitte. Ja, Gezeichneter. Der Professor hat mich gebeten, einen kleinen Ausflug zum Messpunkt zu machen. Jetzt kommen wir zur Sache. Wir sollten sofort aufbrechen. Es wäre nutzlos, allein dorthin zu gehen, aber mit dir ist das etwas anderes. Ich denke, das werden wir schnell erledigen können. Achte nur darauf, den Leichen nicht zu nahe zu kommen. Bist du bereit? Yep. Draußen ist es zu gefährlich. Geh du vor. Überprüf das Gebiet um das Labor. Die Monster waren in letzter Zeit ziemlich aktiv. In Ordnung. Dann schauen wir mal. So, die Tür ist abgeschlossen. Ja, komm mal mit, das kriegen wir hin. Vielleicht hätte ich mir. Oh, du hast aber tatsächlich Munition. Ich dachte gerade, vielleicht hätte ich mir dafür eine andere Waffe holen sollen. Aber ihr habt ja auch Munition für uns. Das ist doch schön. Jetzt gerade nicht. Aber schon. Na komm, so eine Granate kann auch nicht schaden. Lauf mal nicht so weit vor, ich muss noch looten. Guck mal, der hinten hat bestimmt auch noch irgendwas Tolles. Ja. Wo ist denn der? Na egal. Wir müssen weiter. Na dann komm. Ich weiß, so ganz normal finde ich das aber nicht hier. Bravo.
Nicht so stürmisch, Kollege. Ja, ich glaube, der kann es mittlerweile kaum noch erwarten. Jetzt so Blut geleckt. Der Professor. Du hast nicht mal was Tolles dabei. Ihr kommt auch noch dazu. Du willst es hier einfach mittendrin anfangen rumzumessen, oder was? Okay. Fang, wir können ihn nicht einfach zurücklassen. Lass ihn, wir können nichts für ihn tun. In ein paar Minuten kommt die Eruption. Mit ihm schaffen wir es nicht. Nein, Fang, ich lasse ihn nicht zurück. Autsch, ah. Du lebst? Komm, steh auf. Steh langsam auf. Es ist vorbei, wir haben es jetzt hinter uns. Wir müssen schnellstens hier raus. Ich habe die Messergebnisse. Jetzt müssen wir nur noch zurück zu dem Bunker. Okay. Ich hatte das irgendwie übel in Erinnerung. Also wirklich rund ist das auch nicht gelaufen. Warte mal. Ach schon, du hast nichts für mich. Keine interessanten Waffen, beziehungsweise Munition und interessante Waffen. Naja. Wird schon. Zum Glück haben wir jetzt nicht so viel an Munition verloren. Das ist dann alles noch verschmerzbar. So, dann los, die paar Meter schaffen wir noch. Dann sind wir auch gleich wieder in Sicherheit. Ja, sieht doch gut aus. Guck mal, hier sind keine Zombies mehr. Lauf. So, hier sind die Ergebnisse. Hier, hier und hier. Genauer geht's nicht. In Ordnung. Lass mich den Prototypen justieren. Okay, dann mach mal. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich was bringt. So, erzähl mal. Du hast hervorragende Arbeit geleistet. Wenn die Messungen korrekt sind, sollte dir der Prototyp maximalen Schutz vor der Emission gewähren. Freut mich, das zu hören. Stalker,
Jetzt bist du in der Lage, in das Labor einzudringen. Aber wenn du den Emitter nicht ausschaltest, wirst du nicht lange durchhalten. Auch nicht mit dem Schutz vor der Psi-Einwirkung. Wir haben den ungefähren Ort des Emitters ermittelt. Irgendwo in der unterirdischen Einrichtung. Ich habe eine Markierung auf deiner Karte gesetzt. Wie genau kommt man denn in Labor X16 hinein? Wo ist der Eingang? Vassiljev hat an der Sache mit dem Labor gearbeitet. Vor einer Woche haben er und ein Stalker namens Ghost versucht, dort einzudringen. Ein paar Stunden später haben wir ein starkes Beben gespürt. Und eine weitere Stunde später haben wir ein Signal von Vassiljev empfangen. Es kam aus den Sümpfen, doch das Signal brach ab. Anscheinend ist Vassiljev gestorben. Versuch, seine Leiche zu finden. Er hatte die genauen Informationen über das Labor bei sich und wie man dort hineingelangt. Vielleicht hat er sogar Informationen darüber, wie man die Quelle der Emission deaktiviert. Ich habe dir alle Daten hochgeladen, die wir darüber haben. Es wäre sehr interessant, einen Blick auf die Dokumente zu werfen. Du meinst also, dass Vassiljev sie hat? Vielleicht, aber auf jeden Fall musst du zunächst Vassiljevs Leiche finden. Das ist die einzige Chance, genaue Informationen über die Position des Labors zu bekommen. Der Leichnam eines Kollegen, Ghost, müsste sich ebenfalls dort befinden. Weißt du, es scheint mir, dass er viel mehr über dieses X16 wusste, als er zugeben wollte. Wenn er irgendwie überlebt haben sollte, naja, das führt natürlich zu nichts, aber an dieser Hoffnung festzuhalten. In Ordnung, ich werde es mal versuchen. So, ein Psi-Helm erhalten. Kravit. Schnecke. Genau, die Steinblumen können wir direkt wieder verkaufen. Der ist wahrscheinlich auch schon ausgerüstet, beziehungsweise ein bisschen nicht mehr extra ausrüsten. In Ordnung, dann nimm du mal die restlichen Dinger noch mit. Genau, der Dorn kann noch weg. Das ist wieder Muni, das ist gut. Ja, damit. Was für Text meinst du denn? Hast du einen sehr aufdringlichen Text bei dir in der Gegend? So, was gegen Strahlung ist vielleicht auch nicht verkehrt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, passt erstmal. Ach so, mit dem, ja. Das meintest du. Du noch irgendwas zu erzählen? Auch nichts Interessantes, in Ordnung. So, ich denke, mit den 600 Munition kommen wir, 600 Schuss kommen wir einigermaßen voran. So, wo ist denn Labor da hinten? Ist ja netterweise gar nicht mal so weit weg. Na, ihr habt alles zugemacht, wie es aussieht. Muss dann echt wieder da vorne raus. Ah, scheint so. Und hier wäre noch ein Versteck, aber das scheint da drin zu sein. Okay.
Ich glaube, die waren hier am Rücken verwundbar. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was ist denn mit euch los? Wechseln die einfach mal so die Farben. Ja, so schnell geht die Muni auch wieder flöten. Da machst du einfach nichts. So, was hilft? Bist du mal bei dem Hubschrauber wahrscheinlich? Zusammen mit ein paar Zombies. Du hast leider keine Munition für mich. Du auch nicht. Ja, mit den Zombies haben wir es auch zu tun. So, was sollen wir jetzt eigentlich machen? Wir sollen jetzt... Ach, da hoch. Okay, dann mal ab ins Labor. Die gehen ja zum Glück echt noch, die Zombies. Wenn man sie schnell genug erkennt und ausschaltet. Hi. Ist da jemand besonders rollig gerade? Du scheinbar auch. War, glaube ich, gut, dass ich so viel Munition gekauft habe. Wir brauchen's. Gut, die andere Frage ist, wie kommen wir jetzt da am besten rein? Vielleicht durch irgendeinen unterirdischen Eingang? Da ist jetzt halt ein bisschen Strahlung. Ich speichere mal ab. Aber wie es aussieht, ist hier halt auch alles zu. Ah, guck mal. Wohl, ne? Vielleicht kommen wir da nachher raus. Toll. Scheinbar war da schon jemand.
Das sieht doch nach dem Eingang aus. Dem geht's, glaube ich, nicht mehr so gut. Ja, das sind so ein paar nützliche Sachen da. Oha. Eigentlich müsste das Militär mit den Zombies ja keine Probleme haben. Die haben ja Muni bis zum Abwinken. Oder sollten zumindest Muni bis zum Abwinken haben. Hast du mich denn jetzt hier? Ja, ja, ist ja in Ordnung. Mitgekriegt. So, vielen Dank. Fürchte allerdings. Das ist jetzt nicht so erfolgreich, ne. Du lebst noch? Zombies, wollt ihr mir vielleicht mal helfen? Wäre vielleicht eine Idee, ne? Obwohl, die werden wahrscheinlich nichts treffen. So, was gegen die Blutung? Ich habe gar kein Essen mehr, fällt mir gerade auf. Was ist das eigentlich? Scharfschützenmunition, okay. Immerhin habt ihr ja meistens noch irgendwelche Bandagen. Hast du gerade im Feuer gewinkt? Gewunken? Heilender Beryl. Ist halt ein bisschen besser. Schauen wir mal gerade nach, ob sich das lohnt. Oh ja. Dann mach's gut. So ein bisschen was an fancy Stuff habt ihr ja doch da. Du bist einfach normaler Stalker-Anzug, oder? Da liegt es mit deutlich besseren Werten. Ja gut, ist halt auch mehr wert, das Ding.
Also manchmal seht ihr echt komisch aufmerksam, unaufmerksam. Aber gut, wir ballern uns hier mal weiter. Bisschen was an Ressourcen kriegen wir hier dann auch raus. Na gut, wahrscheinlich geht es hier unten weiter. Aber ich will erstmal gucken. Siehste? Dass wir hier oben noch alles mitnehmen können. Langsam habe ich allerdings auch das Gefühl, dass in den Kisten nie irgendwas Spannendes drin ist. Euch geht's nicht mehr gut, Jungs. Euch geht's echt nicht mehr gut. Da steht irgendwas dran, was ich nicht mehr lesen kann. Na gut, nächster Level. Gerne. Weiterhin Gestöhne. Gute Arbeit, Gezeichneter. Du hast es tatsächlich bis ins Labor geschafft. Es ist überlebenswichtig, dass wir die Installation im Labor untersuchen. Versuch sie zu deaktivieren, damit wir sie untersuchen können. Der Prototyp kann sich nicht ewig ohne Emission schützen. Ich habe Folgendes arrangiert. Wenn du von einem starken Feld getroffen wirst, wird der Timer gestartet. Sobald der Timer abgelaufen ist, erlischt jeglicher Schutz. Sei also vorsichtig und achte immer auf den Timer. Okay. Dann schauen wir mal, dass wir hier einigermaßen durchkommen. Hätte da auch ruhig mal ein Dings einbauen können, ne? Ein Fahrstuhl. Also einen funktionierenden Fahrstuhl. Okay, die sieht schon mal nicht schlecht aus. Die Frage ist, was sie für Muni hat. Doch die neue, okay. Wechseln wir mal gerade aus. Aber da sehe ich nicht so viel Muni für, okay. Ja, mal gucken, ich werde wahrscheinlich die relativ schnell wieder wegschmeißen, weil überladen. Okay, wir sind angekommen. Hallo. Entweder habe ich jetzt gerade schlecht geschossen oder er hat ein bisschen mehr ausgehalten als seine Kollegen.
Okay, wie sieht's denn aus? Habt ihr Muni für mich? Jawohl, habt ihr. Sehr schön. Du leider nicht. Inventieren können wir nichts machen. Zumindest im Moment nicht. Zack. So, erst Kontrollmodul ausschalten. Insgesamt 3 Stück und dann den Mechanismus deaktivieren. Das sollten wir hinkriegen, denke ich. Irgendwie fressen die doch ein bisschen viel Muni. Also die Krabbelviecher. Aber gut, noch haben wir ja Zeit. Das heißt, wir können uns hier mal... Hast du hier einen Fressnapf gekriegt? Da will ich aber die Gasmaske mal abziehen. Mit Gasmaske kann man normalerweise relativ schlecht essen. Ich weiß nicht, sonderlich ergiebig scheint mir das hier nicht zu sein. Die fressen halt teilweise echt ein komplettes Magazin. Geh doch mal drauf! Meine Herren! Ja, ihr seid echt Munitionsverschwendung. Ah, tatsächlich war da mal was in einer der Kisten drin. Ungewöhnlich. Okay, hier sind jetzt die Dinger, wie es aussieht. Attention, critical emissions. Leave the area immediately. Okay. Dann fangen wir mal an. Einmal. Na ihr? Zumindest kann man hier noch einiges mitnehmen. Nummer 2. So viele Tropfen. Ja. War klar. Aber bisher läuft es ja noch ganz gut.
könnt ihr beiden mal weg. Zack. Überloot tut selten gut, aber muss halt auch mal sein. So, das wäre alles weg. Hi. Da kommen wir wahrscheinlich raus. Und ich denke, damit haben wir jetzt erstmal Ruhe. Wenn das so wichtig ist, warum hast du nicht erklärt, warum du dorthin gehst und wo du das Foto her hast? Wenn du nur wüsstest, wo ich war und was ich gesehen habe. Eines Tages erwischt es dich, Strelok. Warte, Sohn. Wohin gehst du jetzt? Wohin gehst du jetzt? Ich gehe nach Norden. Okay, Strelok. Nach Norden also. Jetzt haben wir zum Glück kein Zeitlimit mehr. Theoretisch können wir jetzt nochmal durchrennen und plündern, aber ich glaube, wir haben ja alles mitgenommen, was irgendwie sinnvoll war. Allerdings kommt hier direkt noch das Nachrückkommando, wie mir scheint. Dann verschwenden wir da nämlich auch gerade mal keine Munition für. Ja, ich glaube, mit den Granaten sollte ich auch mal ein bisschen sparsamer jetzt sein. So, Tropfen kann mit. Die bringen eine ganze Menge Geld. Vielleicht ist es ja auch eine Tropfsteinhöhle. Man weiß es nicht. Ah, du schon wieder. So, aber dich kriegen wir auch noch relativ gut platt, denke ich. Stimmt, das war genau. Das war mit dem Ducken. Aus. Wo sind die denn? Ist doch einfach. Ne, 6 waren die. Ja. Ich habe die Tasten nicht mehr im Kopf. So, naja, gut. Ich glaube, ich habe ja gespeichert. Hoffe ich zumindest mal vorher. Oder?
Spätestens nachdem wir die Dinge abgestellt haben, habe ich auf jeden Fall gespeichert. Ja, okay. So, wo sind die Granaten? Das kennen wir. Das sind die Schrauben, ich glaube 4. Ja, okay. In Ordnung. Dann geht das jetzt hoffentlich etwas besser. So, die zwei werden schon mal weg. Hier nehme ich mir nur das Nötigste. Dann können wir da jetzt auch gleich nochmal speichern. Ich dachte, der sieht mich nicht, wenn ich geduckt bin. Also, es gibt eine ganze Menge Gegner, die mir hier tierisch auf die Nerven gehen, muss ich ja sagen.